Also passt ihr auf, an einem schlechten Tag kann es sein, dass ich die. So, wir gönnen uns jetzt A Data Loves Comeback. Single eigentlich, ja, schon Comeback, ja. Ready for Rage. Ja, okay, Two Daten. Mix Master Nido und Alex, auch Musik von ihnen, okay, sagt mir jetzt noch nichts, aber bin sehr gespannt. Data Love entwickelt sich schon in eine nice Richtung, also ich fühle sie irgendwie. Let's go. Ready for Rage. Change this game. Switching lanes, switching gates. Switch. Out of space. Trinken Ace of Spades. Ja, wir sind ready for Rage. Ja, meine Family paid. Meine Family paid. Ist das for real so? Seine Family ist reich und paid für das alles? Ich denke nicht. God is great. Whoa. Ready for Rage. Ready for Rage. Whoa. Ready for Rage. Ready for Rage. Ready for rage, ready for rage. Ready for rage, ready for rage. Gib mir nicht auf, bin ein Champion. Ich hebe ab wie ein Alien. Nehme zwei Bars voller Madison. Pussys wie Megan Thee Stallion. Wenn ich droppe, dicker Rage. Ja, was du machst, dicker, alles irrelevant. Sie nimmt einen Zug von dem Kelly Reed. Kann nicht mal reden, ja, weil sie es dämmisch ist. Smoke nur Tropical Pie. Was eine wonderful time. Fühlte wie Bonnie und Clyde. So viele Racks, na, rich and blind. Also alle Leute mit mit Epilepsie, die sollten sich das Video besser nicht ansehen. Ich meine, den Style, so wie wir hier jetzt auch gerade sehen, man muss ihn nicht mögen. So, es gibt viele Leute, die sagen, boah, nee, gar nicht meins. Aber ich finde es eigentlich, also ich würde es jetzt nicht anziehen, aber so ist was anderes. Er will wahrscheinlich auch ein bisschen polarisieren mit dem Stuff. Aber ich finde sie irgendwie ein bisschen erfrischend trotzdem. Also Data Love, wer macht's so? Ja, man kennt schon den Stempel von Uwe. Aber er zieht trotzdem durch und auch wenn man ihn ein bisschen verfolgt, so, da tut er mir schon oft leid, wenn er auf der Straße so einfach ein Video von ihm gemacht wird, wie Leute ihn fertig machen. So in echt ihn treffen und dann, ja, ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Und da ist er schon arm und deswegen, ich finde es nicht schlecht, was er macht. Also musiktechnisch gefällt es mir schon. Aber ich verstehe es auch, wenn es einem nicht gefällt. Ready for rage, ready for rage. Whoa, whoa. Sie skickt, weil sie auf Cracks ist. Whoa, whoa. Louis Vuitton, es ist Virgin. Whoa, whoa. Boah, Digga, das Musikvideo ist einfach zu viel. Wer hat das gemacht? Video MacDuke Pro. Schon sehr hart. Smoke a green, Ninja Turtles. Whoa, whoa. Was wird auf, sie kennt Circle. Space Car fahren kann. Ich meine, ist schon geil gemacht, aber sehr, sehr viel. Ist eigentlich, es passt aber zum ganzen Song und zu Data Love. Man muss nicht mögen, aber es hat schon seinen eigenen Style, so ein bisschen. Auch auf Ami-Style ein bisschen angelehnt. Kein Job Top, wow. Stapel meine Pounds von London, wow. An dem Weg, Girl, das ist Hong Kong, wow. Gibt's a Body, also will eine Uhr, let's go. Wie viel zu viel Drip, Plack, Mo, Fat, Mo. Ready for Rage, ready for Rage, ready for Rage, ready for Rage. Switching gates, out of space, think ace of space. Now we're so ready for rage, now my family paid. God is great, ready for rage, ready for rage. Ich hätte gerne die unbearbeitete Version, wo er so herumhüpft. Ready for rage, ready for rage. Ready for rage, ready for rage. Ready for rage, ready for rage. Ja, interessantes Video auf jeden Fall.
Ich muss sagen, ich habe schon andere Sachen mehr gefühlt von ihm. Das ist halt einfach was anderes. Zum Beispiel Short habe ich gefühlt. Es ist jetzt auch nicht das, was ich jetzt hören würde. Selbst. Aber ich bin froh, dass er zurück ist. Man kann sich trotzdem geben, wenn man drauf steht. Ist jetzt einfach nicht mein Geschmack. Dieses spezielle Lied. Aber ja, schreibt gerne rein, was ihr vom Song haltet. Gibt sicher andere Meinungen auch hier unter den Hörern. Schreibt gerne rein, was ihr davon haltet. Und abonniert gerne den Kanal, um meine Song nächste Woche nicht zu verpassen, Leute. Ja, Mann.